Hallo, Hallöchen, wir spielen wieder ETS 2 Euro Truck Simulator 2. Wir stehen in Mannheim, wir haben gerade unsere Ruhephase gemacht, wir haben gerade gepennt und jetzt haben wir den nächsten Auftrag. Wir können wieder einen Racing Truck transportieren und das wollen wir auch gleich mal machen. So, und zwar müssen wir heute nach Genf. Jetzt müssen wir nur den Lastwagen abholen. So, wir fahren zeitig los, damit wir da durch den Berufsverkehr gut durchkommen. Wie gesagt, wir stehen in Mannheim oder fahren jetzt. Sind ja das letzte Mal von der Insel da gefahren. Wow, 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 wow. So, da ist das gute Ding. Okay, was haben wir heute? Iveco. Okay, fahren wir den nach Genf. So, wie viele Kilometer sind das eigentlich? 472. Das ist eigentlich nicht so weit. Die letzten Male waren immer über 1000 Kilometer. Das ist ja das quasi eine Kurzstrecke. So, und dann haben wir noch einen vor uns, der da mitten in der Nacht los wollte, aber keinen. Der ist irgendwie noch am Schlafen oder was ist denn da los? Mach mal Lack. Ja, besser, du biegst ab. Das ist sehr gut, finde ich vernünftig. Finde ich sehr, sehr vernünftig von ihm. So, den sind wir los, den haben wir so viel Angst gemacht, der ist direkt abgebogen, der weiß gar nicht, wo er jetzt hinfahren muss.
So, die Polizei ist da aber ordentlich unterwegs. Die hat hier alles im Griff. Die Windkrafträder machen da Strom. Die drehen ja wie verrückt hier. So, wie sieht denn das aus? Treibstoffmäßig reicht noch. So, wir müssen jetzt erstmal Kilometer machen. Wir sind ausgeschlafen. Wir müssen theoretisch gar keine Pause machen. Könnten wir theoretisch an ein Stück durchziehen hier. So, wo muss ich denn wieder lang hier? Asphalt ändert. Ich darf eigentlich bloß 60 fahren. Bin wieder viel zu schnell hier auf den Landstraßen unterwegs. Aber nachts hier ist ja niemand außer ein paar Verrückte. Außer ein bisschen wild, hätte ich gemeint. Ja, ich habe hier schon abgeblendet. So, also ein paar sind doch unterwegs. Oh mein Gott, die hatten aber, glaube ich, alle dieselbe Idee wie ich. Na toll. Ja, da sind aber ein paar Brummis unterwegs hier, meine Güte. So, da ist ja schon die Autobahn. Vorsichtig mit dem Racing Truck. Da bin ich auf jeden Fall bankrott, wenn ich das Ding kaputt mache.
So, 336 Kilometer noch. Kinderklacks hier. Ja, wenn wir den abliefern, das wäre dann der vierte, muss ich immer noch 6. Also es ist sehr, sehr mühsam da, dieses Event. Mir fehlt auch einfach die Zeit. Ja, ich würde sagen, wir machen das so wie beim letzten Mal. Wir machen hier einen Schnitt und ich melde mich später, ich werde da noch ein paar Kilometer fahren, melde mich später wieder, bevor wir natürlich das schöne Gerät abliefern. Also, ich fahre hier noch ein bisschen durch die Nacht, bis gleich. So, ich bin ganzes Ende gefahren, ich melde mich gerade wieder zurück, wir sind schon in der Schweiz, wir haben noch, ja, keine 150 Kilometer mehr vor uns. Ich werde langsam müde, aber ich denke, wir schaffen das noch. Hier wird langsam hell. Hoffe ich jedenfalls. Und ja, langsam verändert sich hier auch die Gegend. So, irgendwo sollten noch mal die Schweizer Alpen kommen. Da hinten. Da sieht man sie, wenn man vom Teufel spricht. So, fahren wir nach Genf. Wenn wir uns da nachher ein schönes Käffchen genehmigen am Genfer See. So, wo bleibt denn die Sonne? Ich dachte, wir haben hier noch einen herrlichen Sonnenaufgang über den Alpen. Ich kann auch nichts sehen. Oh, Baustelle. So, um die Zeit wurde noch nicht gebaut. So, jetzt wird es aber langsam hell, habe ich das Gefühl. Ach, da kommt endlich mal ein Tunnel. Davon haben sie ja reichlich. So, schön saniert, schön hell, alles super. So, kommt gerade der nächste. So, was ist denn jetzt hier mit dem Sonnenaufgang? Was ist denn das hier für ein Schleicher?
Schweizer halt. Trau mich auch nicht vorbeizufahren, von hinten kommen da recht viele Autos andauernd. Und so weit ist es ja nicht mehr. So, es wird auf jeden Fall heller. Die Sonne habe ich noch nicht gesehen. Doch bewölkt, hä? Ich glaube, da hinten. So, sind wir schon gleich da. Das ging ja mal fix. Uiuiuiui. Der hat auch geschlafen. So, dann muss ich hier runter. Och, da hinten geht die Sonne auf. Schön. Darf ich hier 80 fahren? Stadtautobahn. Natürlich. 50, alles klar. Mist, ich gehe auf dem Fußgängerstreifen. Schöner Duftbaum, den da reingehangen. Oh, was ist denn mit dir nicht gut? Ja, wenn der nicht fährt. Oh, da hinten ist zu. Ja, super. Ich kann noch nichts dafür. Der mitten da stehen bleibt. So, wenn die mich mal nicht abzocken können, das ist unglaublich. Ja, jetzt bleibe ich natürlich stehen.
So, da sind wir schon. Ja, noch bescheuerter hätte es ja nicht stehen bleiben können. Danke. So, ich auch nicht. So, jetzt rückwärts das Ding gegen die Wand geknallt. Dann haben wir den Salat. Das gibt's doch nicht. Das sah so einfach aus. So, haben wir das auch erledigt? Schlafen muss ich, sehe ich gerade. Okay. So, mittlerweile bin ich schon Ausbilder. So, 4 von 10. So, ich glaube, Stuttgart waren wir auch noch nicht. Wir haben Frankfurt. Bratislava, Berlin, Mannheim. Genau, jetzt fahren wir nach Stuttgart. Erst soll ich aber noch schlafen. So, aber ich habe ja da noch was gesehen. Warte mal, vielleicht kann ich auch hier rumfahren. Ich bin ja dann immer noch Geschäftsmann hier. Und Genf gehört eigentlich noch nicht zu meinen. In meinen Kundenkreis. So, muss man einen kleinen Umweg machen. Was hier so alles gibt. Mercedes. So, was haben wir denn da hinten? Arbeitsagentur. Okay. Vielleicht finden wir da ein paar vernünftige Fahrer.
So, da habe ich aber einen Umweg gemacht hier. Aber wir haben eine Arbeitsagentur gefunden, immerhin. So, was sollen die Hütte kosten hier? Kaufen wir. Jawohl. So, wenn wir schon da sind, wenigstens damit wir erstmal das Grundstück haben. So, vielleicht kann ich dann hier gleich übernachten. Naja, müssen wir noch ein bisschen aufräumen, die ganzen Kisten und so. Aber wird schon irgendwie gehen. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.